Jetzt dürfen wir sozusagen zu unserem politischen Highlight des Tages übergehen. Wir hatten schon gerade ihn angekündigt, Sören Barthold, MdB und parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr. Sören Barthold ist seit 2002 direkt gewählter MdB für den Wahlkreis Marburg-Biedenkopf. Und seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit den Themen Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung und war auch Arbeitsgruppensprecher im Bundestag dafür, also hat sozusagen sich schon länger als jetzt erst seit der letzten Wahlperiode mit dem Thema beschäftigt. Er war außerdem auch von 2013 bis 2021 stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und ist seit Dezember letzten Jahres parlamentarischer Staatssekretär für genau diese Themen geworden. Also vielen Dank fürs Kommen heute. Und wir freuen uns über ein paar Worte zu dem, wie es gerade in der Bundesregierung genau mit diesen Themen aussieht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Hätte ich das jetzt gewusst, weil ich vorhin so ein bisschen gelacht habe, als das mit dem Schlafanzug kam, das war wirklich eine sehr spannende Aktion, die da gelaufen ist. Ich hätte ihn angezogen, aber das hätte niemand sehen wollen, weil es war wirklich vom Design ein ausgesprochen schicker Schlafanzug. Und wir haben sozusagen so einen Contest gemacht, dass wir den alle mal angezogen haben, weil es war dann auch noch so ein Zufall, dass sozusagen die Männer einen, ich glaube, so in so einen grünlichen Braun und die Frauen irgendwie in einem rosa, lila gekriegt. Es war alles sehr lustig. Und am Anfang, und deswegen mussten wir so lachen, ich wusste nicht, wer mir geschickt hat. Weil wir, das war bei mir irgendwie falsch einsortiert und dann habe ich halt rumgeschickt eine SMS an alle Kollegen, woher kommt dieser Schlafanzug? Hat noch einer von euch Schlafanzüge gekriegt? Vor allem, weil ich es auch noch in der Größe 56 bekommen habe und das durchaus als persönlichen Angriff genommen habe. Aber am Ende war es einfach eine Aktion, wo wir wirklich wahnsinnig viel drüber gesprochen haben. Das muss man ja auch mal sagen, Glückwunsch dazu. Und das würde ich vielleicht auch am Anfang sagen, ich hatte ja auch einen Besuch hier gemacht, das ist einfach enorm, was hier auf die Beine gestellt wird. Und sozusagen das auch zu verankern, auch mit solchen Aktionen im politischen Raum, dass man auch die Aufmerksamkeit vor Wahlen nutzt, um auf Themen hinzuweisen. Ich glaube, das ist einfach wichtig, das gehört mit dazu, neben natürlich der gesamten wissenschaftlichen Arbeit, die hier läuft, sozusagen der auch praktischen Arbeit, die hier läuft, dass man sich immer wieder überlegt, das, was hier entwickelt wird, was hier gedacht wird, wie kommt das eigentlich an politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger dran? Und das braucht manchmal auch einen etwas längeren Atem. Das geht nicht alles von heute auf morgen und es ist natürlich auch so und vielleicht auch am Anfang, ja, wir hatten jetzt eine Pandemie, die hat uns wahnsinnig beschäftigt und wir dachten jetzt, dass die Pandemie jetzt ein wenig sozusagen zumindest eine Atempause macht, ob sie vorbei ist, das werden wir sehen, wenn wir die Varianten kennen, die im Herbst auf uns zukommt. Ich meine, da können wir alle mal auf Holz klopfen, dass es auch eine harmlose Variante wird. Und dann kam natürlich der furchtbare Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, was niemand für möglich gehalten hat, zumindest, dass es dann wirklich so hart passiert. Ich meine, die Vorzeichen waren schon klar, vielleicht haben wir sie auch zu spät erkannt, das gehört, glaube ich, auch zur Wahrheit dazu. Und wir wollten es vielleicht auch nicht sehen. Auf jeden Fall stehen wir jetzt mitten in Europa in der kriegerischen Auseinandersetzung mit all der Dynamik, die das wiederum und mit dem Schrecken natürlich für diejenigen, die es betrifft. Wir sehen Menschen, die ihre angestammte Heimat verlassen, wir sehen furchtbare Bilder und all das hat natürlich Auswirkungen auf Politik, weil sich natürlich auch sehr viel logischerweise mit diesem Thema beschäftigt wird. Trotzdem glaube ich, ist es wichtig, dass wir die anderen Megathemen unserer Zeit dahinter nicht vergessen und verdrängen, sondern dass wir konzentriert an den ganzen Themen auch weiterarbeiten. Dazu gehört natürlich, und dafür bin ich ja in einem eigenständigen Bauministerium jetzt auch da, das will ich auch mal sagen, das ist einfach wunderbar, dass es uns mal gelungen ist, nach wirklich zig Jahren, ich konnte es ja nie erleben, also ich bin 2002 in den Deutschen Bundestag gekommen, da gab es schon kein Bauministerium mehr, kein eigenständiges. Und wir haben jetzt wieder ein Ministerium für Bauen, aber eben nicht nur für Bauen, das ist ganz wichtig, sondern eben für Wohnen und auch für die Stadtentwicklung. Und viele dieser Themen, und das ist ja auch heute hier sozusagen das Oberthema, Kommunen der Zukunft gestalten, hängen eben damit zusammen, dass es uns gelingt, in dieser neuen Fortschrittskoalition wirklich jetzt die Dinge umzusetzen, die notwendig sind und vor allen Dingen so umzusetzen, dass sie auch eine gewisse Geschwindigkeit bekommen. Weil natürlich, das sieht man auch, wenn man sich die Vergangenheit auch anschaut und nun ist die SPD ja nun auch lange in der Regierung, ich will da gar nicht drum herum reden, aber viele unserer Entscheidungen waren zu langsam oder haben nicht stattgefunden. Wir haben über Baulandmobilisierung und die Frage Flächenverbräuche
ewig diskutiert, wir haben Kommissionen gemacht und wir haben aber an einigen Stellen, wenn ich gerade mal das Thema erneuerbare Energien mir anschaue, nicht den Durchbruch erreicht, den wir eigentlich gebraucht hätten. Und wenn wir ihn früher geschafft hätten, wären wir jetzt auch anders aufgestellt. Diese Koalition hat sich jetzt vorgenommen, das nachzuholen. Und wir müssen das auch nachholen. Und da spielt natürlich auch das Bauministerium, das Stadtentwicklungsministerium, das für die Kommunen mehr oder weniger, auch wenn es natürlich Ländersache ist, aber gerade was den Überbau, was die Programmatik angeht, auch mit zuständig ist. Wir müssen jetzt die Schippe drauflegen, die es braucht. Und das tun wir auch, weil wir nämlich das Thema Klimaschutz nicht auf die lange Bank schieben können. Da haben wir uns ja auch klar miteinander vereinbart. Weil wir das Thema Ressourcenverbrauch, das ist ja hier gerade am Anfang auch gesagt worden, nicht auf die lange Bank schieben können, weil es eng miteinander zusammenhängt. Wir müssen uns auch überlegen, mit welcher Art erreichen wir eigentlich unsere Klimaziele? Ist alles, was wir tun, immer richtig? Also war, ich nenne mal so ein Beispiel, die Gebäudesanierung der letzten 25 Jahre, war das richtig, was wir da gemacht haben? Ist es richtig, hauptsächlich erdölbasierte Produkte an Wände zu machen? Natürlich mit der Steigerung von Energieeffizienz, natürlich am Ende mit weniger CO2-Ausstoß. Aber wie ist es mit der Recyclingfähigkeit bestellt? Wie ist die Frage von nachhaltigen Wirtschaften? Was passiert eigentlich, wenn die Lebensdauer dieser Produkte abgelaufen ist? Was machen wir eigentlich dann? Und deswegen ist es sehr wichtig, und das kann man auch im Koalitionsvertrag nachlesen, dass wir wirklich jetzt versuchen, Stück für Stück erstens zu gucken, dass wir viel mehr als bisher auf diese Frage CO2-Ausstoß schauen. Also dass wir wirklich sagen, und das haben wir jetzt ja auch gemacht, ich meine, jeder hat das hier mitbekommen mit den KfW-Förderprogrammen, das war jetzt alles nicht nur optimal, wie es gelaufen ist am Anfang der Regierung. Wir haben aber, glaube ich, die richtigen Schlüsse draus gezogen. Wir haben sozusagen erstens jetzt im Koalitionsausschuss beschlossen, dass EH55 zum neuen Standard wird, was dann auch wichtig ist. Wir haben dann gesagt, die Förderung geht weiter. Warum? Weil wir natürlich auch als Spannungsbogen immer haben, nicht nur ressourcenschonend zu bauen, nicht nur klimaschonend zu bauen oder klimapositiv zu bauen, sondern natürlich auch bezahlbares Wohnen darzustellen. Wir müssen ja immer wieder gucken, dass sozusagen es uns gelingt, vernünftig zu bauen, moderner zu bauen, aber gleichzeitig auch Dinge zu bauen, wo am Ende Menschen zu bezahlbaren Preisen drin wohnen können. Und deswegen haben wir das Ganze ja auch so gemacht, dass wir jetzt ein Bündnis für bezahlbares Wohnen auch aufgelegt haben, wo wir mit vielen Playern jetzt auch versuchen, diese Themen und auch diesen Spagat zwischen Klimaschutz und bezahlbaren Bauen auch aufzulösen. Und ein wichtiger Bestandteil ist natürlich die Fördersystematik. Das ist übrigens auch das, wo gerade so ein Bundesbauministerium eben auch eine große Rolle spielt, auch für Kommunen, aber auch für Einzelpersonen, für Wohnungsbaugesellschaften, für Genossenschaften, für Initiativen, dass wir sozusagen Fördersystematiken an die Hand geben, wo Menschen sozusagen ihre Ideen dann auch verwirklichen können. Und deswegen war es gut, dass wir das BEG, so nennt sich das, dann auch umgestellt haben, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt auf den EH40-Standard. Dann hat jeder mitbekommen, das Geld war, glaube ich, innerhalb von einer Stunde oder ein paar Stunden war die Milliarde weg. Ja, wir wussten das aber, weil wir gleich kommuniziert haben, es gibt halt an der Stelle nicht mehr. Und dann haben wir uns sozusagen dem QNG-Siegel gewidmet und haben gesagt, das ist ja ein etabliertes Siegel, das ist noch so ein bisschen versteckt gewesen, aber das läuft ja auch schon seit längerem. Wir haben halt gesagt, die neue Fördersystematik nimmt dieses Siegel und die Idee des Siegels, also auch die Frage von Materialien, von ressourcenschonendem Bauen, von nachhaltigem Bauen auch auf und erhöht damit natürlich die Anforderung sozusagen an den Bau. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben ja dann in der Koalition beschlossen, und das ist etwas, wo wir jetzt in den Häusern, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe natürlich zwischen dem Habeck'schen Haus und meiner Ministerin Clara Geiwitz, dass wir wirklich versuchen, in der neuen Fördersystematik zum Beispiel sehr stark auf das Thema CO2-Vermeidung gehen. Also wirklich CO2-Ausstoß pro Quadratmeter und danach muss sich die Fördersystematik dann auch richten. Warum sage ich das auch? Weil ich glaube, dass es gerade für den Cradle-to-Cradle-Ansatz ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir dort eine viel höhere Technologieoffenheit bekommen. Dass wir auch die Wahl sozusagen dessen, was wir tun, ganz anders miteinander gestalten können. Weil am Ende eben die Frage steht, spart es jetzt mehr CO2 ein, ja oder nein? Und wenn wir das hinbekommen mit einem klugen Ansatz, das ist echt nicht ganz trivial, sowas komplett umzustricken, dann glaube ich, ist es wichtig, dass wir am Ende das Ganze dann auch so gestalten, dass wir jetzt auch Perspektive geben und dass wir Stück für Stück sozusagen auch das ganze Thema Lebenszyklusbetrachtung mehr reinmachen, dass wir uns dem ganzen Thema graue Energie mehr widmen als bisher. Das ist auch die Frage, baue ich eigentlich neu, reiße ich ab? Das ist ja im Moment eine heiße Debatte. Ist es eigentlich wirklich klug, abzureißen?
muss man nicht viel stärker als bisher die gesamte graue Energie dort auch sozusagen betrachten. Dann haben wir natürlich, das haben wir auch schon gemerkt im Bündnis, als wir schon die ersten Vorbereitungssitzungen hatten, die Frage, welche Materialien setzen wir eigentlich ein? Also können wir jetzt alles mit sozusagen natürlichen Materialien machen? Oder müssen wir nicht auch gleichzeitig versuchen, sozusagen vorhandene Materialien zu dekarbonisieren und auch wiederverwendbar zu gestalten? Und das ist ein Punkt, den wir auch im Koalitionsvertrag sehr gut angelegt haben, indem wir diesen digitalen Gebäude-Ressourcenpass wollen. Da finden gerade sehr umfangreiche Arbeit statt. Auch das ist ja nicht trivial, aber die Idee, und das habe ich ja bei euch auch hier nochmal gelernt, als ich auch da war, und das ist ja auch der Ansatz, die Idee sozusagen Materialien dann am Ende auch immer wieder zu verwenden, zu gucken, wie kann ich schon beim Bau dafür sorgen, dass am Ende die Materialien auch wieder genutzt werden können. Das ist ja sozusagen schon eine relativ harte Veränderung auch der ganzen Prozesse, und es bedeutet übrigens auch eine harte Veränderung, was das ganze Thema, ich sag mal, solche Sachen wie Gewährleistung angeht. Also wie regelt man Gewährleistung, wenn man mit recycelten Baustoffen dann arbeitet? Wie regelt man auch andere Thematiken, die da drin sind? Und da sind wir jetzt gerade dabei, das haben wir uns als Regierung auch vorgenommen. Und ich glaube, dass wir das auch hinbekommen und dass wir auch sowas wie Holzbau etc., dass wir da auch mal an unsere ganzen Vorschriften ran müssen, dass wir gucken müssen, was geht eigentlich in anderen Ländern einfacher als bei uns und warum ist das eigentlich so? Ich weiß natürlich auch, will ich hier in so einer Runde sagen, wir sind nicht alleine. Wir sind kein Zentralstaat, sondern wir sind ein föderal aufgestelltes Land. Und so wie wir eigenständige Kommunen haben, die wir übrigens auch in die Lage versetzen müssen, solche Dinge anzugehen. Und dazu gehört übrigens auch, und das muss auf so einem Kongress auch gesagt werden, dass Kommunen auch dementsprechende Finanzausstattung haben. Kommunen, die immer sozusagen im negativen Bereich unterwegs sind, die jeden Tag darum kämpfen, ob sie einen Kindergarten, eine Schule überhaupt noch aufhalten, die werden sich nicht groß mit solchen Konzepten beschäftigen können, weil sie auch die Leute in den Verwaltungen überhaupt nicht haben, die sich sozusagen auch die Gedanken machen können, wie man sozusagen vor Ort diese ganzen Ideen dann auch aufnimmt. Das heißt, man muss auch über so schnöde Dinge reden, wie Finanzausstattung von Kommunen, weil nur eigenständige, unabhängige Kommunen, die ihre sozusagen Herzkammerfunktion der Demokratie auch wahrnehmen können, sind in der Lage, sich dann mit solchen Thematiken zu beschäftigen. Da bringt es dann auch nichts, dass wir uns tolle Konzepte ausdenken und ganz tolle Sachen überlegen, wenn wir am Ende das Ganze nicht umsetzen können in den Kommunen. Und dazu gehört auch die andere Ebene, nämlich die Länder. Wir haben natürlich auch in Deutschland die Situation, dass wir ganz, ganz viele sehr, ja, wie soll ich das sagen, wenn ich mir allein die Bauordnung der Länder mal so angucke, es ist ja immer schön, es gibt unterschiedliche Länderhöhen und so. Ich bin auch Realist. Wir haben mit der Musterbauordnung ja immer wieder versucht, auch gerade solche Diskussionen so einfließen zu lassen, dass sie vielleicht auch mal einheitlich laufen. Wir wissen allerdings, dass man es, glaube ich, annehmen muss, dass wir ein föderaler Staat sind. Ich bin ja auch kein Verfassungsfeind. Und dass wir sozusagen auch die Eigenheiten der Länder anerkennen müssen und dass wir uns eher darauf konzentrieren müssen, dann eben sozusagen dort auch die Dinge mit zu befördern und nicht zu versuchen, erstmal alles gleich zu machen, weil dann verlieren wir wieder ein, zwei Jahre. Das bringt auch nichts, und deswegen ist auch die Zusammenarbeit jetzt im Bündnis zum Beispiel mit den Ländern für uns sehr wichtig und den Kommunen mit allen drei föderalen Ebenen, damit wir diese Themen auch bearbeiten können. Ich kann nur sagen, auch im Namen meiner Ministerin, wir sind bereit, solche Ansätze viel stärker als bisher zu diskutieren. Ich sage es auch deutlich, dafür braucht es ein eigenständiges Bauministerium. Dafür braucht es dann auch Institutionen, ich nenne mal so Stichworte, die Bauakademie, die wir noch richtig hochfahren wollen. Das ganze Thema auch Baukultur, weil auch Baukultur sehr eng mit diesen Themen verknüpft ist. Also wir haben ja mittlerweile, oder auch das Bauhaus der Erde, also wir haben ja hochspannende sozusagen auch Initiativen aus der Zivilgesellschaft, aber auch von uns selber, wo wir wahnsinnig viel Expertenwissen haben. Und ich glaube, es muss uns gelingen, dieses Wissen schneller in unsere Prozesse jetzt zu integrieren. Das ist auch der Anspruch. Natürlich wird man uns auch daran messen, das weiß ich. Aber ich glaube, es bräuchte kein eigenständiges Bauministerium, wenn wir einfach alles so weitermachen wie bisher. Ganz im Gegenteil, diese Koalition hat sich ja wirklich vorgenommen, und dann komme ich vielleicht, und da schließt sich der Bogen auch zum Anfang. Durch den Angriffskrieg von Russland hat sich das ganze Thema, wie schaffen wir es, unabhängig zu werden, wie schaffen wir es, in diesem Land,
erneuerbare Energien, die wir ja für alle unsere Themen auch benötigen. Wie schaffen wir da sozusagen nochmal eine Schippe drauf? Und wenn ich mir sehe, dass wir dann solche Themen wie 65% erneuerbare Energien jetzt eben nicht in 25 schaffen wollen, sondern in 24, dann sind das gigantische Herausforderungen. Ich will das hier deutlich sagen, gigantische Herausforderungen. Und bei all diesen Herausforderungen, wo es jetzt auch sehr schnell gehen muss, müssen wir, finde ich, darauf achten, und das ist dann aber auch die Aufgabe einer NGO, dass sozusagen solche Themen, die vielleicht auf den ersten Blick teilweise komplex wirken oder auch revolutionär und vielleicht wirklich komplett alles umsteuern, dass wir uns sehr fokussieren, dass solche Ideen jetzt in die Prozesse reingehen, weil was wir jetzt machen, hat auch eine sehr lange Laufzeit. Da müssen wir uns auch klar sein. Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, sind sehr lange, werden sehr lange auch gehen, und deswegen müssen wir gucken. Und deswegen war der Schlafanzug, glaube ich, eine gute Idee am Anfang. Und auch, dass ihr mich eingeladen habt hier zum Besuch. Auch nochmal vielen Dank dafür, dass wir das machen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, freue mich auf die Diskussion. Glückwunsch an die Arbeit, die hier geleistet wird. Sie ist unverzichtbar für Politik. Dankeschön. Ja, vielen Dank für den Impuls und auch für die Ideen, die damit reingeflossen sind. So ein Stichwort war ja das Thema Klimapositiv. Das ist ja natürlich aus einer Cradle-to-Cradle-Perspektive wirklich auch ein Stichwort war das Thema Klimapositiv, und das ist natürlich aus einer Cradle-to-Cradle-Perspektive ein sehr interessantes, sich halt gerade anzugucken. Wir haben in den letzten Jahren schon so viel Schaden auch angerichtet. Nur darüber zu sprechen, neutral zu sein, ist allein aus der Perspektive, dass wir eigentlich schon einiges wieder gut machen müssen, viel zu wenig. Inwieweit ist das Thema Klimapositivität und auch sozusagen der Ansatz, ein Gebäude zu machen, was umfangreicher ist als jetzt nur neutral, inwieweit ist das denn im Ministerium auch schon angekommen? Weil das ist natürlich was, was man, also wenn wir sozusagen uns so Pläne angucken und auch ja, Ideen angucken, dann kommt doch trotzdem immer noch oft die Perspektive, wir wollen klimaneutral werden, wir wollen bis 2050 1,5 Grad Ziel haben. Wir sind sozusagen immer noch sehr in so einer trotzdem starken Reduktionsdebatte. Und was braucht es, oder sind wir schon auf dem Weg dahin, um in so eine Positivitätsdebatte zu kommen? Nein, ich glaube, wir brauchen erstmal die Debatte darüber, damit wir sozusagen immer versuchen, Stück für Stück die Dinge, die dafür nötig sind, in die Prozesse einfließen zu lassen. Aber machen wir uns mal auch nichts vor. Wenn ich mir die Probleme im Gebäudebestand angucke, ich glaube, wir haben im letzten Jahr, oder was waren es, 115 Millionen Tonnen CO2, die wir ausgestoßen haben. Wir hätten gedurft nach Gesetz 113 Millionen Tonnen CO2. Wir hatten noch Corona, die Corona-Pandemie, die, glaube ich, in allen Sektoren ein bisschen mitgeholfen hat, dass die CO2-Werte runtergingen. Das sage ich jetzt auch mal ganz ehrlich. Das ist jetzt, mal gucken, wie es jetzt wird, wenn es wieder rangeht. Also wir haben ja sozusagen Sektoren, die Riesenprobleme haben. Und der Gebäudebereich gehört dazu. Und der Gebäudebereich gehört deswegen auch dazu, weil wir erstens wahnsinnig viele unterschiedliche Player in diesem Bereich haben, von großen Wohnungsbaugesellschaften, die die Herausforderungen annehmen, die auch sozusagen eine Professionalität haben. Wir haben aber auch viele sozusagen kleinere Eigentümer, die teilweise gar nicht in der Lage sind, Dinge so zu machen, wie wir sie vielleicht alle gerne hätten. Wir haben dieses Riesenthema Bezahlbarkeit, weil man muss das einfach auch sagen, es ist dann eben nicht für den Quadratmeterpreis zu bauen oft, den man bräuchte. Da kann man zwar da wieder langfristig rechnen, das ist richtig. Und deswegen diskutieren wir ja auch solche Themen wie zum Beispiel die Teilwarmmiete. Das hört sich jetzt sehr technisch an, aber natürlich kann man sozusagen dort auch Anreize schaffen, gerade auch für die Besitzer, aber auch für diejenigen, die dann am Ende darin leben, dass es sich eben lohnt, auch Technologien einzubauen, die am Ende im ersten Schritt erstmal weniger CO2 oder am besten halt mit Erneuerbarer laufen. Aber dann am Ende werden wir die Diskussion auch bekommen, wie wir so Stück für Stück sozusagen unseren Gebäudebestand auch so ausrichten, dass er am Ende auch die Dinge, die er braucht, für sich selber auch produziert. Mieterstrom. Wir haben Mieterstrom eingerichtet, ist aber noch nicht wirklich praktikabel. Da müssen wir ran, das muss besser werden. Also es gibt immer noch, wenn man hier rumguckt, Dachflächen ohne Ende, wo praktisch nichts drauf passiert, wo auch die Dachflächen, die Ressourcen gar nicht genutzt werden. Und wenn wir da so Stück für Stück vorankommen, dann ist das, glaube ich, die richtige Richtung. Aber nochmal, ich bin auch für Realismus. Das kostet erstens wahnsinnig viel Geld. Es wird irgendeiner zahlen müssen. Da ist es dann im Neubau meistens immer etwas einfacher.
Aber wir müssen natürlich auch den Gebäudebestand hier pumpen. Ich meine, ihr habt mir hier gezeigt, wie man auch in so einem Gebäude sozusagen nachhaltig und vernünftig das Ganze umbauen kann. Auch übrigens, so habe ich es jedenfalls verstanden, zu vertretbaren Kosten. Und ich glaube, diese Best-Practice-Modelle müssen wir halt Stück für Stück reinfließen lassen. Hat dann auch viel mit Normung zu tun, hat viel auch sozusagen mit Eigenprozessen in der Industrie zu tun. Da hast du auch echt große Bretter, um es mal dazu sagen, die wir noch bohren müssen. Deswegen, ich glaube, morgen wird das nicht so sein, aber die Richtung muss stimmen. Ja, ich glaube, wenn man das, also ich nehme immer ganz gerne das Beispiel von unseren Nachbarn in Venlo natürlich, die sozusagen ja ganz klar gezeigt haben mit ihrem Rathaus, was sie für ungefähr 50 Millionen Euro gebaut haben und dann gesagt haben, okay, um es cradelig sozusagen auszurichten, sind dann mehr Investitionen von 3,4 Millionen Euro Einsatz gewesen, aber die haben ganz klar errechnet, dass sozusagen über den Nutzungszeitraum des Gebäudes sie über 16 Millionen Euro erwirtschaften werden darüber und es sozusagen sich sogar wirtschaftlich besser also lohnt, das so umzusetzen und das sozusagen zu zeigen und dann auch zu sagen, dieser Cashflow, der positive Cashflow ist jetzt schon erreicht, die haben das direkt nach dem zweiten Jahr schon sozusagen so gehabt und dann auch zu sehen, okay, natürlich ist es manchmal eine extra Mile, aber vielleicht müssen wir genau da an den Stellen halt auch gerade als öffentliche Bauherren zeigen, dass das möglich ist mit einer langfristigeren Perspektive. Ja, das stimmt. Ich bin ja jetzt auch für die Bundesbauten zuständig. Da kann ich jetzt hier auch mal kein Geheimnis verraten. Da ist noch echt Luft nach oben. Allerdings. Aber absolut allerdings. Also ich habe so eine kleine Anfrage freigegeben, die will ich jetzt hier gar nicht sagen, wie viele Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Bundesgebäuden. Aber ich lasse jetzt mal die Zahl. Kann ja vielleicht jeder irgendwann lesen, wenn die Linkspartei das bearbeitet, was draus macht. Aber wirklich, da ist Luft nach oben. Ich meine, das ist auch alles sehr langsam. Wir haben uns jetzt auf Standards geeinigt. Wir haben natürlich das Fit for 55-Paket. Das will ich hier auch nochmal sagen, da steckt natürlich wahnsinnig viel drin in dieser Thematik, gerade auch was öffentliche Gebäude angeht, was die Frage von den absolut schlechtesten Gebäuden angeht, dass man die zuerst rannimmt. Nochmal, da muss der Bund eine Vorbild, also die öffentliche Hand eine Vorbildfunktion haben. Das stimmt, vieles fängt auch in der Kommune an. Es hat allerdings auch, und das sind alles Themen, die ich jetzt aus Grund der Zeit gar nicht angesprochen habe, wir müssen natürlich auch über die Frage stellen, wer kann das alles umsetzen, was wir uns ausdenken. Also Stichwort Fachkräftemangel. Welche Handwerkerinnen und Handwerker sind jetzt in der Lage, aus dem Sanitär- und Heizungsbetrieb, wenn ich sie jetzt frage, eine Wärmepumpe einzubauen? Ja, 7 Monate. So, naja, abgesehen von der Lieferzeit, das ist ein anderes Thema. Lieferkettenprobleme, Stichwort Pandemie, jetzt auch die kriegerische Auseinandersetzung ist ein Riesenproblem. Chipproduktion ist ja nicht nur beim Auto, sondern in vielen anderen Produkten ja auch ein Thema. Aber es geht ja auch darum, dass ich solche neuen Technologien in Häuser auch implementieren muss. Und dafür brauche ich Handwerkerinnen und Handwerker, die das auch können. Die werden das auch können, aber man muss sich jetzt darum kümmern, dass man sie befähigt. Das heißt, das ist ein Thema, was jetzt bei Hubertus Heil auch liegt, wo er sich auch sehr intensiv darum kümmert. Nur auch das geht nicht von heute auf morgen. Und sozusagen zu dieser gesamten Qualifizierungsoffensive, die wir brauchen, haben wir natürlich auch ein Nachwuchsthema. Also wenn man sich den Handwerk, den Ausbildungsbereich anguckt, immer weniger gehen in diese in Ausbildungsberufe rein. Aber wir brauchen sie, um auch diese ganzen Themen umzusetzen. Das heißt, wir müssen auch dafür sorgen in der Gesellschaft, dass sozusagen auch eine Ausbildung wieder einen ganz anderen Stellenwert auch bekommt, eine handwerkliche Ausbildung, dass es auch gut ist, wenn man studiert. Man kann ja auch, ist ja auch extrem durchlässig. Aber das sind Themen, denen wir uns stellen müssen. Und der letzte Punkt, dazu gehört natürlich auch das ganze Thema Einwanderung und Zuwanderung. Weil wir werden unsere Probleme nicht alleine sozusagen hier lösen. Wir brauchen qualifizierte Zuwanderung und auch da müssen wir nochmal eine Schippe drauf machen. Aber auch das hat sich ja diese Koalition auf die Fahnen geschrieben. Ja, danke. Ich habe hier kamen auch ein paar Fragen rein. Ich würde auch nochmal gleich eine Frage gerne aus dem Publikum zulassen. Über den digitalen Raum kam zum Beispiel die Frage auch rein, was ob C2C in Bebauungsplänen nicht mittels Festsetzung verankert werden könnte. Naja, ich finde, das sind, also wir haben natürlich auch Diskussionsprozesse und ihr ja auch mit kommunalen Vertreterinnen und Vertretern. Ich glaube schon, dass man wirklich dafür werben muss, dass solche Themen in der kommunalen Praxis stärker beachtet werden. Da kann man auch über solche Themen wie Steinvorgärten reden, diese berühmt-berüchtigten Kiesvorgärten. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil man daran natürlich sieht, dass man in der Kommune auch sehr viel direkt beeinflussen kann. Aber man sieht auch daran, was es eben auch bedeutet, in einer Kommune, wo ehrenamtliche Politikerinnen und Politiker in einem Rat, in einem Stadtrat zusammensitzen und dann den Nachbarn verbieten, dass sie keine Steinvorgärten mehr machen dürfen, sondern dass sie halt ihren Garten wieder pflegen müssen.
das ist auch nicht nur leicht. Und da kommt man oft an solche Themen. Wir denken uns hier was aus, wir halten das für sinnvoll, aber vor Ort setzt es keiner um. Das ist auch das ganze Thema mit Neubaugebieten. Ja, wir alle haben eine Idee, wie die Neubaugebiete der Zukunft aussehen, wenn sie denn gemacht werden. Aber wenn du dir dann in den Kommunen anguckst, dann kennt Karl Ernst noch die Nachbar von Dings und die wollen ja für ihre Tochter vielleicht noch oder ihren Sohn, dass der da auch mal bauen kann. Dann wird so ein Grundstück schon mal gekauft, dann bleibt das erstmal liegen, dann hast du da die berühmt-berüchtigten Lücken. Auf der anderen Seite musst du dann wieder neue Gebiete ausweisen. Das sind ja immer so Themen, wo sozusagen Idee auf Praxis trifft. Und ich finde, wir müssen die Kommunalpolitikerinnen und Politiker erstmal den Rücken stärken, dass diese Themen eben nicht mehr irgendwelche Nischenthemen sind, sondern dass das Themen sind, die du jetzt umsetzen musst, damit du sozusagen am Ende einen Wohnungsbestand hast, der dann auch die ganzen Klimaanforderungen erfüllt. Und wir können helfen, indem wir sozusagen Material liefern, Ideen liefern, genauso wie so eine NGO und indem wir, und das ist glaube ich auch unsere Aufgabe, die Fördersystematiken so basteln, übrigens nicht nur jetzt im BEG, sondern auch in den Stadtentwicklungsprogrammen etc., in den Umbauprogrammen, Grün in der Stadt, also alles, was wir auch so haben und sozusagen dieses Klimaanpassungsthema auch vorzunehmen, dass wir diese Themen dort verankern. Das wäre eher mein Ansatz. Okay. Gibt es hier Fragen noch aus dem Publikum direkt? Da hinten ist eine. Genau, jetzt kommt jemand mit rum mit. Ja. Manuel Ehlers von der Triodos Bank, hallo. Sie hatten schon angesprochen, dass die neue Fördersystematik auf CO2 im Betrieb abzielt. Ich weiß, dass Bauordnungsrecht natürlich ein Thema ist, was eher landespolitisch getrieben wird. Aber wäre es nicht denkbar, auch in Bezug auf Genehmigung für Neubau, graue Energie CO2-mäßig zu limitieren und möglicherweise auch als Stellschraube zu benutzen? Also ich finde es erstmal wichtig, dass wir den Lebenszyklus überhaupt stärker berücksichtigen, dass wir diesen Materialpass, den Gebäuderessourcenpass auf den Weg bringen. Das ist für mich erstmal wichtig, weil dann sieht man auch sozusagen, was man tut und dass wir dann sozusagen diese Fördersystematik eben so machen, dass du sozusagen förderst für die Mehrvermeidung von CO2. Also sozusagen, je mehr du machst, umso mehr Geld kriegst du, also je weniger THG, also das ist ja die Idee. Das ist alles noch gerade in Diskussion, das ist auch nicht trivial. Meine Hoffnung ist halt, dass wir dadurch eine viel größere Technologieoffenheit bekommen. Ich bin gespannt, wie das in der Szene auch diskutiert wird, weil es geht dann auch in meinen Augen ein Stück weit weg, nur von der Betrachtung des Einzelgebäudes hin zum Beispiel gerade in den Städten zu einer Quartiersbetrachtung. Dazu passt übrigens auch, dass wir uns vorgenommen haben, die kommunale Wärmeplanung massiv zu stärken. Massiv zu stärken, auch ein wahnsinnig spannendes Thema, Stichwort Spannungsverhältnis Eigentümer, Einzeleigentümer versus kommunale Planungshoheit. Ich glaube aber, es braucht es. Es braucht in vielen Gegenden, gerade in größeren Städten, Stichwort Fernwärme. Wir werden es nicht hinbekommen, wenn in so einer Stadt jetzt hier überall Wärmepumpen und so, das wird nicht funktionieren, sondern wir müssen dann auch Quartierskonzepte, vielleicht dann mit einer Großwärmepumpe, aber es wird nicht immer nur gehen am einzelnen Gebäude. So, und das ist so ein bisschen die Idee, dass wir das jetzt mit der neuen Fördersystematik, mit den 65% EE ab 24, mit sozusagen Anreizstruktur, mit einer Fernwärmeförderung auch wieder, dass wir auch die Netze fördern. Ja, weil wir müssen ja auch die Netze fördern. Das kostet halt auch Geld, ein Fernwärmenetz zu machen. Ich weiß nicht, wer meinen Wahlkreis ein bisschen kennt. Ich habe die meisten Bioenergiedörfer in ganz Deutschland, wo sich Dörfer schon seit Jahren selber auf den Weg gemacht haben, eigene Fernwärmenetze gebaut haben, selber dafür gesorgt haben, dass sich die Leute anschließen, dass die teilweise wirklich auch ihre noch gar nicht so alte Heizung trotzdem fallen lassen für den Anschluss an das Fernwärme. War am Anfang immer teurer, jetzt ist der Turnaround aber schon geschafft. Also die haben das jetzt schon hingekriegt, aber die haben dann solche Themen wie zum Beispiel, die haben eine gewisse Summe X an Menschen im Dorf angeschlossen, haben sozusagen ihre ganzen Energieerzeugung darauf ausgerichtet, brauchen aber natürlich für schwierige oder für Notzeiten oder für Ausfallzeiten immer noch mal sozusagen ein Backup. Und ganz viele von denen haben dann einen modernen Gaskessel oder irgendwas, was man dann noch mal anmachen kann, wenn es ausfällt. Der ist aber nur für eine gewisse Last konzipiert und jetzt stehen die vor der Idee natürlich, die würden gerne mehr, also es ist ein riesen Run jetzt von den anderen Leuten auf diese ganzen Systeme, aber die können sozusagen, haben kein Geld in ihren Genossenschaften, um die Backup-Systeme dementsprechend anzupassen und am besten auch CO2-neutral zu stellen. Also ich finde, das sind alles so Dinge, die müssen wir mal annehmen, da müssen wir auch helfen, weil sonst wird es nichts. Ne? Das werden die alleine in so genossenschaftlich organisierten Strukturen alleine nicht packen. Ich gucke hier gerade noch einmal in die Runde, ob es noch eine Frage hier direkt gibt.
Dann würde ich die noch dran nehmen. Aber einmal bitte mit dem Mikro, damit die digitalen Gäste auch zuhören können. Die abgeschnitten werden. Ja, man sieht genau. Leider auch gar keine Reaktion im digitalen Raum. Hey. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ist das an? Das ist an. Ja, ne? Das ist an. Das ist okay. Nur für die digitalen sozusagen dazu. Ja. Also ich bin Marc Eferling. Ich bin selbstständig und ich bearbeite hauptsächlich Pressearbeit für Bauunternehmen, die nachhaltige Produkte haben. Also ich habe mich sozusagen spezialisiert. Ich mache gar keine PR mehr für Bauunternehmen, die das eben nicht tun. Ja? Dabei beschäftige ich mich natürlich ganz viel mit solchen Sachen und muss auch oft Fachtexte schreiben. Jetzt aktuell zum Beispiel für die Glastec, das ist eine Messe, die hauptsächlich in der Glasproduktion unterwegs ist, und da geht es ganz massiv um Themen wie Dekarbonisierung der Flachglasindustrie. Dann zum Beispiel dieses Dilemma, wir haben irgendwie 68.000 Quadratmeter Gebäude integrierte Photovoltaik in Deutschland in den Fassaden, haben aber ungefähr 1,7 Millionen Quadratmeter verfügbarer Fläche, die jedes Jahr dazukommen. Ja? Also hier, da stimmt irgendwas nicht. Es werden die falschen Produkte gefördert, es werden die richtigen Produkte nicht gefördert. Das zweite Problem, was ich immer wieder höre, auch warum kommen solche Dinge nicht in die Fassade? Völlig überbordendes Baurecht, regionale Unterschiedlichkeiten, unfassbar schlechte Digitalisierung. Ja? Also da will ich noch nicht mal sagen fehlende, sondern da sind wir wirklich so weit zurück. Und sprechen Sie mal mit einem Fassadenbauer oder mit einem Architekten, der würde gerne Gebäude entwerfen, die zerlegbar sind am Gebäude, Lebensende, oder wo man vielleicht nach 30 Jahren einfach mal eine Fassade austauschen kann oder Teile daraus. Da gibt es große Unternehmen wie Eckersley O'Callaghan oder so, die in UK oder sonst wo sowas schon tun. Die haben aber das Problem, dass sie sagen, die Planungsinstrumente, die man weltweit schon sehr viel besser nutzt, wie zum Beispiel BIM, Skandinavien, UK und so weiter, wesentlich besser ausgerichtet, finden hier einfach nicht, fassen hier keinen Fuß. Und wenn ich als Architekt nicht gleich in der Bauplanung zum Beispiel gebäudeintegrierte Photovoltaik berücksichtigen kann, weil mir beispielsweise sämtliche Datenbanken fehlen, bis auf Madasta und vielleicht noch die Infobase von Ecolearn, hat keiner 3D-fähige Modelle, dass sich der Fassadenbauer gleich mit den richtigen Komponenten reinziehen kann. In der Automobilindustrie funktioniert das seit 40 Jahren. Aber auch nur deshalb, weil die selbst machen. Ja, so, also das sind so die Probleme. Ohne Digitalisierung keine Standardisierung, das würde ich Ihnen gerne als Anregung mit auf den Weg bringen. Und ohne Standardisierung keine serielle Fertigung von nachhaltigen Komponenten. Und ohne serielle Fertigung von nachhaltigen Komponenten wird das Bauen nicht billig. Ja, also ich hoffe, dass Sie das nicht nur wollen oder möchten oder darüber reden, sondern dass Sie da ganz feste zupacken und aktiv werden in dieser Regierung. Wenn nicht in dieser Regierung, welche soll es dann tun? Da wäre das Stichwort Digitalisierung natürlich auch zusammenzudenken im Bausektor sicherlich ein sehr wichtiges. Ne? Ja, bin ich auch für zuständig. die Themen, die Sie angesprochen haben, sind die Themen, die die Ministerin Gabitz auch genau anspricht, weil nur so werden wir das auch hinkriegen. Standardisierung, wir müssen uns überlegen, wir reden ja über Planungsbeschleunigung. Und natürlich haben wir ich sage es jetzt mal neutral, das muss ich tun in meiner Position. Wir haben ein historisch gewachsenes Baurecht in Deutschland. Ich lasse mal die Wertung, das überlasse ich Ihnen jetzt. Ich glaube nur, dass wir rangehen müssen. Das habe ich ja auch vorhin so ein bisschen versucht, mit den verschiedenen Eigenarten, auch der föderalen Eigenarten zu machen. Und Sie haben natürlich recht, es ist unsere Aufgabe, daran zu gehen. Das sind die Erwartungen, die auch da sind. Das stimmt auch. Das ganze Thema Digitalisierung, es wird am Ende nicht reichen, Modellvorhaben zur Smart City zu machen. Es ist aber gut, dass wir sie haben, auf der einen Seite. Wir müssen das ganze Thema BIM nach vorne bringen. Da haben wir schon... Ich sage, da sind wir, finde ich, jetzt schon mal auf einem besseren Wege, aber das Tempo ist ein Problem, da bin ich bei Ihnen, weil nur sozusagen über die Digitalisierung werden wir, genau das haben Sie ja perfekt geschrieben, werden wir das nur hinkriegen. So, und da müssen dann auch alle mitmachen und da müssen wir auch sehen, dass wir alle Player an Ort kriegen, und ich glaube, da müssen wir, das ist ja auch das ganze Thema Zugang auch zu öffentlichen Dienstleistungen, ist ja das gleiche Thema, ich meine, man muss sich unser Digitalisierungsstand mal anschauen, Luft nach oben. Mit Blick auf die Zeit würde ich an der Stelle trotzdem einhaken, weil wir jetzt wirklich schon eigentlich in unserem nächsten Panel sind. Deswegen, ich würde gerne nur zum Abschluss trotzdem noch kommen und einmal fragen, 400.000 neue Wohnungen, das ist immer das, was rumkursiert.
Wie schaffen wir das, dass die nach Cradle to Cradle gebaut werden? Wie können wir euch da drin noch unterstützen mehr, damit das wirklich passiert? Oder was braucht ihr dafür? Und ist das machbar? Oder haben wir am Ende doch 390.000 davon, die nach alten, schlechten Standards gebaut sind? Das werden keine Cradle-to-Cradle-Wohnungen werden. Ich glaube, das werden wir gar nicht schaffen. Was wir schaffen, ist, dass wir sozusagen Stück für Stück jetzt unsere Standards ganz klar erhöhen. Das haben wir ja auch gemacht, dass wir anders bauen, dass wir sozusagen jetzt trotz, sozusagen in diesem Prozess, aber gleichzeitig, habe ich ja gesagt, Gebäudehaus was machen, aber jetzt zu sagen, aus den 400.000, das werden alles Cradle-to-Cradle, das ist eine Illusion, das werden wir nicht hinbekommen. Ich hatte gerade schon ein bisschen Angst, weil die Heute-Show hat ja auch ich dachte, es wird wieder gefragt, ob wir überhaupt 400.000 Wohnungen schaffen, weil das muss man ja auch mal sagen. Wir sind gerade in einer sehr, sehr schwierigen Phase. Also dieser Krieg, die Frage von, ich meine, wenn ich mir die Null-Covid-Strategie in China anschaue, wo so eine Stadt wie Shanghai, die nicht ganz unbedeutend für den internationalen Welthandel ist, einfach mal abgeriegelt wird, wo Container Tausende, Zehntausende im Hafen liegen und wo nichts in den Lieferketten mehr funktioniert. Das hat alles Auswirkungen überhaupt sozusagen auf Bautätigkeit in diesem Lande. Und aber auch auf sozusagen positiv veränderte Dinge, Stichwort mehr Energieeffizienz, andere Produkte, Stichwort Wärmepumpe, also Lieferzeiten zum Beispiel von Wärmepumpen, muss man sich einfach auch mal anschauen, was da gerade passiert auf dem Markt. Insofern, ich finde, die Richtung muss stimmen, dazu bekennen wir uns ja auch, definitiv. Aber es gibt gerade auch ein paar Faktoren, die die ganze Sache nicht ganz einfach machen. Dass es schwierig ist, glauben wir auf jeden Fall. Aber ich glaube schon, dass wir sehen müssen, dass wir trotzdem auch Zeit verlieren und dass wir sozusagen nicht uns so ein bisschen auf die entspannte Bank setzen können und sagen, wir geben unser Bestes, sondern wir müssen eigentlich mehr als unser Bestes geben. Und das ist, glaube ich, von allen Seiten wichtig. Und das ist das, was wir heute ja auch hier diskutieren werden, wo wir ein paar Beispiele haben, wo Akteure wirklich viel mehr als ihr Bestes geben, weil sie sich sehr engagieren. Und deswegen hoffen wir natürlich, dass das von der Bundesregierung auch so passiert, weil die Zeit ist dringend. Stimmt. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank Danke. Für die Worte und die Diskussion. Sehr gerne.